Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play, der das kurz online. Teso, so geht's weiter. Juhu. Juhu. Okay, Folge 63 mittlerweile. Oder? Nee, Quatsch, Folge 64 ist es jetzt. Meine Fresse. Wir wollen zur Magier-Gilde und dann unseren ganzen Schrott verkaufen, den wir haben. Das müsste eigentlich ein bisschen Geld bringen und dann können wir unser Inventarplatz vielleicht sogar erweitern. Nein, Moment, ich müsste erst verkaufen, weil es kann sein, dass ich was von ihr bekomme. Also wieder raus. Ein Glück sind die Ladezeiten nicht so lang wie bei Skyrim. Ich bin immer noch sehr, sehr froh drum. Fehlgeschickt, ihr habt die Magier... Ja, ist ja gut, ich mach das ja noch, mein Gott. Ne, ich steck mal die Waffen weg. Wir wollen ja fröhlich hier durchs Land ziehen. So, oh, ups. Wo ich gerade davon geredet habe, ja. Ein aufgeräumt. So, du kriegst jetzt meinen ganzen Scheiß. Das kannst du gerne haben. Gar nichts bis. Brauche ich auch nicht mehr. Rohlederschoner brauche ich nicht. Rohlederschoner der Magier brauche ich auch nicht. Das kann alles weg. Kann auch weg, meinetwegen. Kann auch weg. Der nicht. Die schon. Ja. Der ganze Scheiß hier. Ahornschild des Lebens war nicht so gut. Hm. Nee, komm. Wir brauchen mehr Geld. Als alles andere gerade. Eisenbienenhändler des Frosts. Nein. Also ich verkaufe jetzt lieber mehr, als ich, so. Oh, die ganzen Stäbe können alle weg. Das gibt viel Geld. Das ist schön. Jute Schärpe. Alles weg. Mit den ganzen Scheiß. Das ist echt der Wahnsinn, wie viel ich doch hab. Jawohl. Gut. Kann ich hier jetzt was herstellen oder so? Warte mal, ja hier. Alchemie haben wir ja auch ein paar Sachen. Natürliches Wasser. Nehmen wir mal Arkelei und... Oh. Kornblume hat, glaube ich, kein, ja, Stückchen der Magika. Hm, dann mache ich aber das hier. Stückchen der Lebensverwüstung. Das gibt bestimmt ein bisschen mehr Geld. Herstellen. Und meinetwegen auch ein Stückchen der Magika. Ist mir auch egal. Kann alles weg. So, und das auch wieder verkaufen. Haben wir ein bisschen Geld wieder zusammen. Ein aufgeräumter. Man kriegt zwar nicht so viel wie jetzt zum Beispiel in Skyrim, aber man kriegt auf jeden Fall ein bisschen was, wenn man sich alles ein bisschen aufhebt. Oh, ups, jetzt habe ich außerdem den Heilungstrank weggemacht. So, wir müssen zum Schreiner, wir müssen zum Schmied und wir müssen zum Tuchmacher. Also hier müsste der Schreiner ja sein. Jawohl. So. Oh, das ist jetzt schade. Echt jetzt? Okay, das ist doof. Herstellen will ich jetzt gar nichts. Na gut. Okay, dann müssen wir jetzt noch zum Schmied und zum Schneider. Ich nenne es Schneider. Tuchmacher hieß es zwar früher, aber ich nenne es jetzt einfach Schneider. Haltet euch aus Ärger heraus. Ich weiß nicht, klingt für mich einfach besser. Ey, und die Dingsaufgaben gibt's hier gar nicht. Oh, doch, jetzt gibt's sie. Okay, gut. Wollte schon sagen, warum sind die denn auch nicht mehr da hier? Lasst mich durch. So, so und so. 22 Eisenbarren, das ist nicht schlecht. So, noch schnell zum Tuchmacher. Schneider. Ist halt dasselbe, verdammt. Und dann werde ich zur Bank gehen und mal gucken, wie viel ich noch einlagern kann. Weil ich muss mal langsam, ne, die ganzen Sachen, die ich bekomme, diese ganzen... Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Gut. Zack, zack. Oh, sogar Saum. Okay. That's nice. Gut. Wie alle da anstehen, ey. Mein Geduldsfaden krass. Ist kurz und meine Klinge lang. Also. Ich habe nichts gehört. Wie alle anstehen, ey. Willkommen in der Bank von Deutsch. Einlagern. Ich möchte gerne die ganzen Sachen hier einlagern. Puh, das verbraucht keinen. Ne, das nehme ich jetzt gleich alles mit. Ah, das hat Platz verbraucht. Ah. Okay. Die nehme ich mal mit. Ja, das verbraucht keinen Platz. Das ist schön. Ah, ich habe nicht mehr so viel. Oh, das ist ganz schön ärgerlich. Ich sollte mal den Inventarplatz, Bankplatz erweitern, wa? Mach ich jetzt auch mal. Jawohl. 3000. Ist zwar dann nur 10 mehr, aber es ist immer ein bisschen was.
Und ich habe ja noch genug Geld. Also von daher ist es ja alles in Ordnung. Ich kaufe ja eh nicht wirklich was. Ich kaufe ja eigentlich nie was. Ich stelle ja immer her. Gut. Okay. Gut. Dann möchte ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich mir vielleicht eine ganz geile Waffe bauen kann, damit ich mal diese Steine verwende. Herstellen. Ich möchte ein Bienenhinder. Oh, Stahlbarren gibt es ja auch noch und all so ein Scheiß. Oh Gott. Und zwar möglichst mit 11. So. Dann würde ich dann noch das Katzending gerne nehmen. Khajiit. Und eine Eigenschaft würde ich dann auch noch wählen. Ist euch nicht vertraut. Mir ist irgendwie keine Eigenschaft vertraut. Und das wäre alles zu hohe Stufe. Ja, das ist ja scheiße gemacht. Ah. Okay, gut. Schmiedeaufträge nehme ich jetzt mal nicht mehr an. Ist mir doch ein bisschen dann zu viel. Ich habe was vergessen. Ah, ich habe was vergessen. Ich wollte doch angeln. Ich wollte doch angeln. Freunde, ich wollte doch angeln. Das ist jetzt natürlich Fail. Ich wette, euch folgt der Ärger überall. Willkommen in der Bank für euch, Deutsch. Alter, was ich hier alles hab, ey. Ich hab alles. Sieht jedenfalls so aus. Okay, die kann ich eigentlich hier wegmachen, oder? Oder? Das hier kann auch weg. Gib mal her. Zack, das gibst du mal auch her. Oh, das kann ich erst ab einer bestimmten Stufe machen. Eieiei, Dwemer-Schrott, Dwemer-Öl, Eisenbarren, Eisenerz. Das kann auch alles weg hier. Finden wir es Glücksbringer. Ach komm, leck mich. Fisch, Günko. Alter, sogar... Wow, sogar schon was Legendäres. Nice one. Haben wir nämlich ein bisschen weniger Bankplatz auch, wisst ihr? Das ist dann einfach besser. Ja, die Folge wird jetzt etwas langweilig vielleicht sein, aber dann kann ich eigentlich mal was erzählen. Hä, nur die Frage ist was? Was kann ich erzählen, was jetzt nicht langweilig ist, aber auch jetzt nicht den Rahmen sprengt? Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, kommt das aus Schild? Ja, schade. Leider nein. Ein aufgeräumt. Bla bla bla. Kannst du gerne haben, Ulul. Ich krieg dafür ja gar nichts. Kann nicht verkauft werden. Echt nicht? Ja. Schade. Die geben mir was. Ach komm, leck mich, der kann auch weg hier. So, und das benutze ich gleich alles. Das kann auf jeden Fall weg. Ja. Okay. Oh, schön. Oh, ist das schön. Das ist ja wunderbar. Wenn alles gut gesagt und getan ist. Dann schauen wir mal, ob wir angeln können. Ich hoffe es doch sehr. Wo könnte man denn angeln? Also hier schon mal nicht. So viel ist sicher. Nirgendwo hier kann man angeln. Ist ja supi. Wer ist denn das da? Oh, ein Schurke. Wollte ich nicht einen Bienenhänder eigentlich mal benutzen wieder? Komm, das machen wir jetzt mal schnell. So. Ah, da muss ich die Skills noch ändern. Ah, das hätte ich fast vergessen. Zwei Hände. So, ich möchte Aufwärtsschnitt, möchte ich wieder auf Dreieck. Zuweisen. Zack. Und kritisches Pirschen auf Viereck. So, und bam. Ihr wisst ja, ich schlage ja immer nach dem Aufwärtsschnitt nochmal, damit der nicht auf einmal so rauszoomt aus der Perspektive. Das ist total bescheuert gemacht. Vielleicht ist das ja auch schon behoben. Ich kann es ja mal ausprobieren an Gegner. Da ist ein Schaf. Ich probiere es aus. Nee, der zoomt immer noch automatisch raus. Ach, warum nehme ich das denn mit, ich Idiot? Oh, der Tiger. Krass. Ist da was zum Fischen? Ist das hier was? Reines Wasser, Okay. Ich wollte aber eigentlich mal fischen. Ich wollte angeln gehen. Das ist ein Wolf, okay.
Hier gibt's nichts zu angeln. Das ist ja doof. Oh. Den kann ich jetzt nicht töten, oder? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann... Oh, das ist ein Reh. Ah! Ganz schön brutal. Gut, da habe ich eine Idee. Wenn wir einen Teich finden, wo wir fischen können, dann fischen wir dann. Dann, nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht nochmal so ein Vieh. Wir kennen es noch. Dieses, was? Oh. Nice. Dieses komische Missgeboten-Ding da. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich möchte aber da wieder zu diesem Bergkind. Belkind Face hin, weil da ist ja noch nicht ganz erkundet. Ich würde jetzt erstmal kurz einen Cut machen und dann geht's für euch sofort weiter. Haut rein, Leute, und bis... Ach, Quatsch. Bis sofort. Ach, wir müssen auch noch zum Magier gehen. Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich bin ein bisschen brain AFK. Scheiße. Ah, das habe ich total vergessen. Egal, gehen wir erstmal jetzt nochmal... Weil wir sind hier schon. Müssen wir das Vieh vielleicht sogar töten, damit wir... Zack, 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 zack. Aua. Zack, 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 zack. Was ist denn jetzt los? Rang 2 bei der Kriegergilde erreicht? Weißt du, wieso das denn? Was habe ich denn da alles bekommen? Ich habe irgendwas mit Daedra bekommen. Okay, der Eisenschreckkolben ist mir egal. Wildfleisch, natürliches Wasser. Dann ist es ja hier. Daedra-Fetzen. Oh Mann, ich habe jetzt gerade schon wieder eine Einladung bekommen. Ich kann jetzt aber nicht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich kann nicht, weil ich aufnehmen muss. So, jetzt nochmal auf die Karte gucken. Das ist da vorne. Dann gehe ich da vorne jetzt auch mal hin. Und will wissen, ich will wissen, warum... Warum ich das hier nicht komplett entdeckt habe. Das ist wichtig. Ich finde das wichtig. Da ist noch Eisenerz. Das finde ich auch wichtig. So. Kannst du mir vielleicht sagen... Okay, nicht wegfliegen. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja noch sowas Geiles. Zack. Und zack. Ey, bleib stehen. Oder bleib besser gesagt auf einen Fleck. Also irgendwo, irgendwie muss das doch jetzt hier mal aktualisiert werden, das Ding. Oder geht das echt erst durch eine spezielle Quest? Weil da hinten ist eine Quest. Gehen wir die mal annehmen, oder? Ja, ich würde sagen, ja. So, hi. Herrlich, wenn man herausfindet, dass das gerade geerbt... Fick dich! Ich war gerade mitten im Gespräch. Du Bastardvieh. Ja, kann ich auch. Ja, flieh nur. Hässliches Kackvieh, ey. Ohne Witz. Das ist nicht das, worauf ich gehofft hatte. Ich auch nicht. Herrlich, wenn man herausfindet, dass das gerade geerbte Familienanwesen nur noch ein Haufen Ruinen ist. Und dabei dachte ich, dass sich mein Leben nun endlich zum Besseren wendet. Was meint ihr? Was ist passiert? Ich habe gerade erfahren, dass dieses Land mir gehört. Oh. Mein Vater ist vor kurzem verschieden, wisst ihr? Beim Lesen seiner Tagebücher habe ich von diesem Ort erfahren. Ich war mir nicht sicher, warum er ihn geheim gehalten hat, bis ich hierher kam. Okay, ich verstehe schon. Was habt ihr herausgefunden? An diesem Ort spukt es. Ich bekomme schon eine Gänsehaut, wenn ich mich diesem verdammten Ort auch nur nähere. Überall sind Kobolde. Und dieses Flüstern, es droht mir. Warnt mich, dass ich bloß fortbleiben soll. Aber das hier ist jetzt mein Land. Keine körperlose Stimme wird mich dazu bringen, es wieder zu verlassen. Vielleicht kann ich helfen und herausfinden, was vor sich geht. Ein Belkind zahlt immer für geleistete Dienste. Das ist schön. Für euch sieht dieser Ort vielleicht wie eine Ruine aus. Aber er ist ein Teil meiner Familie. Er ist alles, was ich noch habe. Das meine ich. Jetzt, wo ich die Quest angefangen habe, habe ich dieses Belkind-Felsen auch entdeckt. Das heißt, ich habe auf Betnik, glaube ich, noch einen Ort nicht entdeckt. Bin ich der Meinung. Ich gucke nachher nochmal nach.
Wisst ihr, was der Geist will? Das ist in etwa so, als ob man fragt, warum mein Vater Maurice ein solcher Bastard war. Oh Mann. Es gibt Dinge, die wir einfach nicht wissen sollen. Als die Stimme zu mir flüsterte, sagte sie, dieses Land würde mir nicht mehr gehören. Ja, okay. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Laut dem Tagebuch meines Vaters hat dieser Besitz seit Generationen meiner Familie gehört. Aber Maurice war auch ein verlogener Bastard, dessen Tod längst überfällig war. Du magst das Wort Bastard, oder? Er war bekannt dafür, immer nur die halbe Wahrheit zu erzählen. Und wo soll ich anfangen? Durchsucht die Ruinen. Seht nach, ob ihr vielleicht einen umherstreifenden Geist finden könnt, der heult, mit Ketten rasselt oder irgendwas anderes tut, was Geister so treiben. Meint ihr, ich sollte einen Priester anwerben, um irgendeine Art Ritual durchzuführen? Nein. Ein Anwesen zu besitzen, in dem es spukt, ist für mich noch etwas neu. Auch für mich, aber ich werde schon damit fertig. Aber warum habt ihr eure Wachen nicht hineingeschickt? Ja, weil die wahrscheinlich selber Schiss haben. Der verdammte Geist hat sie nicht hineingelassen. Warum sonst sollte ich noch hier draußen herumstehen? Ohne Witz. Man kann durch Geister laufen. Das ist... Der Geist kann nicht Türsteher sein und sagen, du kommst hier nicht durch. Man kann aber durchlaufen. Wisst ihr, was der Geist will? Das habe ich doch schon gefragt, verdammte Scheiße. Ja, aber jetzt ist der Ort auch entdeckt. Nee, immer noch nicht. Hä? Ach, erst wenn ich das fertig habe, oder was? Ja, das kann sein. Ich guck mal jetzt ganz kurz nochmal. Ich zoome jetzt mal hier raus. Und zoome jetzt mal hier rein. Nach Betnik. Nee, guck mal, das haben wir jetzt auch entdeckt. Ah, okay, nee, haben wir alles entdeckt. Was ist jetzt mit Stross im Kai? Ist da was unentdeckt? Nö. Ist auch alles entdeckt. Ja. Okay. Oh Mann, da ruft mich jetzt gerade jemand an. Ernsthaft? Ich kann jetzt aber nicht. Ich muss jetzt auflegen. Sorry. So. Sorry. Ich bin mitten in der Aufnahme. Das geht nicht. Gut. Ich rufe danach mal zurück, was der will. Bleib mal stehen. Alter, wie kässig die gucken. Die gucken voll gruselig, oder? Triss. Speer. Oh, ohne Witz, du bist so hässlich und... Ein Eisengürtel? Oh, okay. Ein Eisengürtel ist nice. Kann ich gut verkaufen. Schutt. Erstmal in Dreck graben. So müssen wir es sein. Claudius Tagebuch. Ein Tagebuch, das von Claudius Themund oder Themund geschrieben wurde. Oh, okay. Hand in Hand stahlen wir uns durch die Gärten und setzten uns auf eine Bank unter dem Mond. Er sah mich an und mir liefen wohlige Schauer den Rücken hinab. Unsere Liebe ist verboten. Dennoch sind wir einander sehr wichtig. Er hat vor, seinen Eltern bald von unserer Liebe zu erzählen. Ich bin zurück, mein Schatz. Ich habe euch so sehr vermisst. Langweilig. Nein, Quatsch. Alter, ich dachte, ich muss das selber vorlesen. Und dabei wird es mir vorgelesen. Ist das neu oder ist das... Neu. Ich weiß nicht. Oder ist das schon die ganze Zeit so? Auf jeden Fall ist es gruselig. Wahrscheinlich soll das auch der Sinn da. Alter, wie die gucken! Die gucken so gruselig! Ich meine, guckt euch doch mal an. Hallo, ich bin hier. Mann, beachte mich. Du sollst mich ohne Spaß, wo bist du? Beachte mich! Ohne Spaß, jetzt hat er mich nicht beachtet. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieser weit aufgerissene Mund und... Oh Gott. So, erstmal nochmal einen Dreck graben. Das macht mir Spaß. Beschädigte Halskette. Eine ehedem kostbare Halskette, die nun deutliche Abnutzspuren und viele Risse und Sprünge aufweist. Oh. Maurice, was ist das? Es ist wunderschön. Die Halskette meiner Mutter. Sie hat sie mir gegeben. Ich soll sie der Frau geben, die meine Ehefrau werden soll. Bedeutet das das, was ich denke? Oh, Maurice. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Oh ja, hat man total gesehen. Oh Maurice, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Das ist wunderschön, dass du mir die... Vor allem, der sagt die ganze Zeit schon, ja, ich soll sie der Frau geben. Und dann fängt die einfach an zu plappern. Oh, ist das das, was ich denke? Nee, ist es nicht, weißt du? Blöde Olle. So, zeig mir dein Gesicht. Da, guckt euch an. Guckt euch an. Guckt euch an. Sowas muss man einfach töten. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Haben die echt gut gemacht, muss man ja sagen.
blutbefleckte Tunika. Dieses blutbefleckte Hemd hat einen großen Riss quer über den Rücken, der von seinem Peitschenhieb stammen könnte. Ach du Scheiße. Ich habe eure Halskette nicht gestohlen, werte Frau, das schwöre ich. Euer Alter. Sohn hat sie mir geschenkt. So sagt es ihr doch bitte, Maurice. Schweigt. Mein Sohn würde meine Halskette niemals einem gemeinen Dienstmädchen schenken. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Eure Lügen oder eure diebischen Finger. Maurice, bitte, erzählt ihr von unserer Liebe. Von unserer gemeinsam verbrachten Zeit. Warum sagt ihr denn nichts? Sie wollte sie sicher nicht stehlen. Sie arbeitet in letzter Zeit so viel. Vielleicht war es genug. Die Erschöpfung. Keine Ausreden mehr. Bestraft sie mit der Peitsche und dann werft sie in den Turm. Alter, was bist du für ein Wichser, Maurice, ey? Ohne Witz, was bist du für ein... Okay, Motherfucker ist er wahrscheinlich nicht. Oh, ist eine Truhe. Jawohl, was ist daran schwierig gewesen? Aber jetzt mal ganz im Ernst, was ist dieser Maurice für ein Wichser? Ich sage nichts. Vor allem, die hatte eine Axt in der Hand. Die wollte die köpfen wahrscheinlich. Alter, ist das ein kleiner Hurenteufel, ey. Wirklich, ohne Spaß ist das... Nee, ich hasse solche Leute. Vor allem... Nee, ich komme darüber jetzt gar nicht mehr klar. Da sind mir diese hässlichen Kobolde lieber, wie die schon kommen. Komm mir nicht zu nah. Gut, ich meine jetzt hier einen Code. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh Gott. Von Let's Play, Dia das kurz online, Teso und der Kobold da. Macht sein hässliches Gesicht, guckt euch an. Ich muss mal kurz helfen, ganz kurz. Geht doch ganz schnell. Stirb. So. Kriegst jetzt auch nochmal eine, so und zack. Okay. Ich habe dich beschützt, KB. Oh Gott, was ein Scheißname. Gut, haut rein, Leute, und ciao.